Freunde der Nacht, es gibt Aprikosen und aus den Aprikosen mache ich einen Aprikosenschmarrn mit Pinienkernen. Eiweiß aufschlagen. So, und jetzt nimmt man einfach die Milch dazu und gibt so viel Milch rein, dass es eben einen schönen cremigen Teig gibt. Zu dem Teig kommt dann das Eiweiß. Schau mal, vorsichtig unterheben. Ein schönes Stückchen Butter rein und in die Pfanne dann den Teig. Mittlere Temperatur, ein Stückchen Butter. Aprikosen rein, Pinienkerne rein, so Bitterorange oder logischerweise auch gern Aprikose, leicht karamellisieren lassen. Ein Schlückchen Contrôt. Achtung, 3, 2, 1, zack. Und jetzt wird einfach in so kleine Stücke gebrochen. Ein Esslöffel Zucker, ein Esslöffel Butter. Haut euer Kochfeld auf maximale Stufe und lasst den Zucker karamellisieren. Das Aprikosen-Ragout. Ein bisschen Puderzucker. Kaiserschmarrn à la Christian Henze mit Aprikosen, saugenial. Blitzrezepte, Feierabend-Blitzrezepte. Guten Appetit.